ging fix. Auf die gute Jessie ist kein Verlass. Los, weiter. Ich hätte gedacht, ne? Das wäre der perfekte Ort für eine versteckte Truhe gewesen. Tja. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Mako-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und... Der Stream war gerade 11 Stunden, 11 Minuten und 11 Sekunden lang und ich hab's gesehen. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Warum hat Barrett eigentlich kein rotes Band? Alle anderen haben so rote Tücher. Als wäre es das Erkennungszeichen dieser kleinen Umweltterroristenorganisation. Nur Barrett macht nicht mit. Ich meine, wir sind ja nur ein Söldner. Dass wir das nicht tragen, ist ja okay. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Warum trägt Barrett nicht ein rotes Barett? Das wäre doch was. Haha. Klapp, klapp. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Setz sie ein, wenn sie plötzlich sind. Okay, dann bis später. Ich verstehe das nicht. Meine Tochter und ihr Mann. Steht der Bahnhof noch? Die können was erleben. Hier lang. Wer kann was erleben? Ist doch egal. Hab ich gesagt. Das finde ich lustig, den Dialog gerade. Na, die können besser leben. Wer kann was erleben? Ist doch egal. Nach oben, habe ich gesagt. Gibt es Notunterkünfte? Was willst du? Hören Sie mich? Wo bleiben die nur? Wo bleibt ihr? Zwecklos. Die sind total überfordert. Gib nicht auf. Jetzt macht schon. Was soll das werden, Cloud? Rauf auf den Schutz. Jaha. Lass mich halt mal ein bisschen die Dialoge der NPCs mithören.
In 8 hießen die so. Ich dachte, dass die immer so heißen. Heißen die in 15 nicht auch so? Na, vielleicht stimmt's auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist im Final Fantasy 7 etwas anders. Es gibt die Feuermateria und die hat je nach Level Feuer, Feura, Feuga. Ach so, das schon. Okay. Zeit 8 heißen die so. Okay, gut. Ich verstehe. That escalated quickly. In der PlayStation-Version von Final Fantasy 6 hießen sie noch Feuer 1, 2 und 3. Ah, okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe zwar die alten am Super Nintendo gespielt, ein paar, aber da kann ich mich kaum noch erinnern. Aber cool waren die. Auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, aber die Erinnerungen, die ich habe, sind sehr positiv. Die sollte man remastern auch noch. Das wäre cool. Die können ja jetzt rückwärts machen. Die fangen jetzt mit 7 an und dann 6, 5, 4, ne? Das wäre cool. Aber das machen die jetzt mit 7 wahrscheinlich nur, weil die Fangemeinde vom 7. Teil halt riesig ist und das so ein Kultklassiker geworden ist. Und da können sie sich sicher sein, dass sich das lohnt. Ist ja ähnlich wie bei Resident Evil. Da machen sie haben sie auch den 2. Teil genommen, weil der halt die größte Fangemeinde hat. Der 3. war ja dann schon offensichtlich ein bisschen kleineres Projekt. Und sowas wie Zero oder so werden die nicht remaken, weil das wird sich nicht lohnen für die. Und wahrscheinlich ist es mit Final Fantasy 2 oder 3 genau das gleiche. Befürchte ich leider. Was ich schade finde. Wäre cool, aber... Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Aber ich meine jetzt so ein Remake. Wie das da. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? So ein aufwendiges Riesen-Remake. Und wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud. Lauf weg.
Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Was ist passiert? Hätte ich doch nur den anderen Weg genommen. Ob meine Freundin es zum Bahnhof geschafft hat? Man konnte sich kaum auf den Beinen halten. Von der Gasse dort hinten aus kommt man irgendwie zum Bahnhof. Aber der Weg ist gefährlich. Wir sollten lieber umkehren. Warum ist der Weg gefährlich? Zum Bahnhof. Hier geht's nicht weiter. Das kann alles nicht. Irgendwie zum Bahnhof. Shinra wird uns retten. Das war ein riesiger Knall. Meine Kinder sind am Bahnhof. Ich will zu meiner Familie. Komm ich über die Trümmer. Lasst mich doch zurück in die Slums. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Sie bitten Sie darum, sich auf offene Plätze im Freien zu begeben. Ich wiederhole. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Nicht so geplant. Die Gebäude sind nicht sicher. Wir bitten Sie daher, sich umgehend auf offene Plätze im Freien zu begeben. Mama, kann ich mein Spielzeug holen gehen? Nichts da. Du bleibst schön hier. Das können wir nachher noch holen. Stimmt's? Genau. Hör auf deine Schwester. Der Weg dort führt in eine Seitengasse. Und durch diese Gasse kommt man zum Bahnhof. Aus für den Bürgermeister. Nein, nicht der Bürgermeister. Der hat die besten Burger gemacht, der Bürgermeister. Wo muss ich denn lang gehen? Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Hier sind also auch schon Wachen. Nein, da liegt was am Boden. Ah, na gut, okay. Vielleicht ein andermal. Niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier. Für dich. Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen.
Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Die Harry Potter Geister. Die Metronomicrons. Oder so. Leg die Waffe hin. Sehen die nicht? Weg hier. Jeder für sich. Ich leg die Waffe langsam in dein Gesicht. Hallo, Carter. Ich sehe nichts mehr, Carter. Zum Glück habe ich Autokampf eingestellt. Kann sich das Spiel alleine spielen. Okay. Ich sehe nichts mehr. Was machen wir denn jetzt, Carter? Ich bin blind. Moment mal, da muss ich lang, oder? Dann gehe ich erst nochmal jetzt da lang.